Retro richtig übersetzt heißt zwar rückblickend, aber das heißt jetzt nicht als Rückschritt zu definieren oder zu interpretieren, sondern es heißt, man wendet sich rückwärts auf Produkte, auf Marken, die erfolgreich waren oder immer noch erfolgreich sind. Und der Trick bei Retro ist, diese zurückblickende Nachhaltigkeit und Beständigkeit jetzt mit einer Innovation zu verbinden. Und deswegen ist Retro nie rückwärts gerichtet oder altbacken oder altmodisch oder verstaubt. Ich hab ne Zeitmaschine gebaut, wie Dr. Emmett Brown. Du hörst Retro-Chirurg, den Time-Traveler-Sound der guten alten Zeit, mit dem du aufgewachsen bist. Und du fühlst dich wieder wie 12, auch wenn du erwachsen bist. Mach's wie ich, stell den Flux-Kompensator ein, drück auf Play, befrei dich aus dem Sumpf der Sklaverei der Neuzeit. Mit Vollgas in die Vergangenheit, setz die Kopfhörer auf und lass deine Gedanken frei. All die Erinnerungen, all den Schnee von gestern, all die schönen Dinge, die wir längst vergessen haben. Ich meine Werte wie Familie und Tradition. Früher war ich jeden Tag bei Oma, jetzt ist sie tot. Bei Opa zu Besuch, höchstens mal an Weihnachten, vor der Glocke schönen, doch wir sowas keine Zeit haben? Ich bin ein Spasti und sollte mich mal ernsthaft fragen, was ich den Menschen schuldig bin, die ich im Herzen trage. Ich bin nicht lernbegabt, ein ADS kaputter Trottel, mache Fehler und lerne nicht aus ihm. Bin ich zu besoffen? Bin ich zu normal für diese kopfgefickte Welt? Weil mein Glaube an mich selbst wie ein Kartenhaus in sich zerfällt. Ich denk zurück an eine Zeit, in der es noch leichter war, ohne Sorgen durch den Tag, vor der Zukunft keine Angst. Als ich ein Kind war, war die Welt für mich in Ordnung. Fragen lauteten nur, Mann, kannst du mir dies und das besorgen? Heute hab ich Schulden, Stress im Kopf und im zersetzten Magen. Ich bin clean, doch die Drogen folgen, zahl ich jetzt den Raten. Ich wär gern Michael Fox im DMC durch Zeit und Raum. Realismus hin und her, jeder Mensch hat einen Traum. Ich schreib ihn auf und präsentier ihn dir auf dieser Platte. Ein Stück Geschichte aus der Welt, ich eines Psychopathen. Ein Blick zurück auf viele Jahre, Chaos, Anarchie. Der neuromoderne Welt macht mich krank wie eine Allergie. Schnee von gestern, Retro-Chirurg. Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Wann ist denn die in dem Film überhaupt zu sehen? Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na jetzt. Jetzt? Jetzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald.